Moin zusammen, wir sind heute wieder auf der Farm am Eulenbruch bei Hannes. Und was hier so seit der Ausfahrt passiert ist, schauen wir uns gleich mal an. Let's go! Ja. Moin! 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 Moin. Na, wie schaut's? Gut, und selbst? Ja, soweit ganz gut. Ja, du bist ja hier schon fleißig am Pflanzen ausbuddeln. Wie ist denn gelaufen seit unserem letzten Besuch hier mit der Aussaat? Ja, eigentlich ist es sehr gut gelaufen. Wir hatten super Auflaufbedingungen. Das heißt, wir hatten gute Bodentemperaturen bis zu 22 Grad, hatten kontinuierliche Niederschläge, somit natürlich auch einen optimalen Feldaufgang. Und seitdem wächst der Mais so eigentlich relativ kontinuierlich vor sich hin. Auch bei der Herbizidmaßnahme konnten wir einen relativ hohen Stellenwert bei der Bodenwirkung erreichen. Von daher stehen wir hier eigentlich vor einem sauberen, gut entwickelten Maisbestand. Wir sind sehr zufrieden. Mhm. Wir haben ja auch schon bei der Aus- oder während der Aussaat gesehen, die Aussaatkontrolle, dass die Vereinzelung super geklappt hat. Und wenn wir uns jetzt das Endergebnis ansehen, sind das die beste Voraussetzung für einen ertragreichen Kölner Mais. Ja, wir sind gespannt. Was steht jetzt als nächstes an hier im Mais? Als nächstes steht noch eine Restmenge von organischer Düngung an. Das haben wir heute bzw. je nach Wetter morgen geplant mit einem Ausbringfass, welches relativ schmale Reifen mitbringt, sodass wir eben jetzt, wenn wir in den Bestand fahren, keine Pflanzen beschädigen. Und das Ganze ist ausgestattet mit einem Schleppschuhgestänge. Das heißt also, wir ritzen die Gülle leicht ein. Das sind so 2 bis 3 cm tiefe Schlitze, die dann eben gezogen werden. Und in diesen Schlitzen wird die Gülle appliziert. Ne? Und somit findet sie relativ, gerade jetzt auch bei dem feuchten Boden, relativ zügig Bodenanschluss. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir auch in dem Fall mit einer hohen Nährstoffverfügbarkeit und einer geringen Verflüchtigung, Ammoniakverflüchtigung eben rechnen können. Ne? Bei dem Wetter und den Bodenbedingungen sind wir gespannt. Ja, und Henning und ich wollen uns jetzt noch mal genauer so ein bisschen die Sortenunterschiede anschauen und auch was das Wurzelwachstum angeht und wo da Unterschiede in unseren Sorten zu finden sind. So, wir haben jetzt hier einmal eine frühe und eine mittelfrühe Sorte ausgebuddelt hier aus unserem Feld und wollen uns jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen, ob wir in diesem Stadium schon große Unterschiede finden zwischen den Sorten und wie sie sich momentan entwickelt haben. Genau. Der Zeitpunkt der Bonitur ist eigentlich noch ein bisschen sehr zeitig. Wir haben hier sehr homogenen Feldaufgang. Wir können noch gar nicht so eine Differenzierung der einzelnen Sorten und Sortenunterschiede feststellen. Wenn wir hier rüber sehen, sehen wir so ein bisschen die Sortenfarbe. Die eine ist ein etwas helleres Blatt, die nächste wieder ein etwas dunkleres Blatt. Aber die genaue Differenzierung unter der Sorten werden wir erst in nächster Zeit weiter feststellen können und uns die dann auch genauer ansehen können. Auch die Wurzelentwicklung der unterschiedlichen Sorten hat auf dem Standort hier auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben eine gute Fein-Primärwurzelausbildung, die jetzt immer weiter beginnt, auch die Wurzeln weiter nach unten. Wir hatten hier super Voraussetzungen für einen homogenen und gleichmäßigen Feldaufgang, wie es Hannes eben aber auch schon mal gesagt hat. Da hatten wir einfach Feuchtigkeit und Wärme. Das sind beides Sachen, die der Mais zur Jugendentwicklung und zum Feldaufgang einfach gerne hat und sich hier sehr prima und gleichmäßig, vor allem auch homogen entwickeln kann. Genau, und wie das Ganze hier weitergeht, das seht ihr bei uns im nächsten Video.